Doki Holger. Danke für den Lurk-Support. Du lässt ja den Lurk laufen, bestimmt. Vielen Dank. So, ich muss immer noch nach dieser Rune hier suchen. Da ist eine Kette. Okay. Diese Rune ist hier drin. Do you remember him whispering in your ear? Aus welcher Perspektive könnte man das jetzt sehen? Guck mal. Das ist aber genau falsch rum. Komme ich denn, wenn ich jetzt hier hingehe? Komme ich dann hier oben weiter? Das war ja easy. Diese Rune bedeutet nichts. Was aber, wenn auch diese Prüfung nichts zu bedeuten haben? Okay, hier fehlt das Tor. Das heißt, ich kann dann das Tor runterschubsen. Look what happens to the things you love. Jetzt kann ich von draußen diese Rune lesen. Easy. What if this is pointless? What are you doing? Okay. Die Nordmänner erzählen, wie die Götter Loki für Balders Tod bestraften. Sie nahmen ihn gefangen und brachten ihn in eine Höhle, sie holten seinen beiden Söhne und verwandelten einen in einen Wolf, der seinen Bruder zerfetzte. Die Götter fesselten Loki mit der Eingeweihten seines Sohnes und machten die Fesseln zu Eisen. So hängte eine giftige Schlange über sein Gesicht, auf das ihr Gift auf ihn tropfte. Jedes Mal, wenn das Gift auf Lokis Antlitz tropfte, windet er sich vor Schmerz. Die Nordmänner sagen, dass so Erdbeben geschehen. Eine Erinnerung daran, dass selbst die Götter den Tod akzeptieren müssen und somit auch wir. Das war die Prüfung? Hoffentlich. Dillian! Unterstützen. Dillian war die Welt gleich erheblich viel von Druid, die ihrem Vater Zündel. Er ähnelt wohl seinem eigenen Vater, einem Häuptling, der nur glaubte, was er auch sehen konnte, obwohl er blind war. Dillians Arme fühlte sie sich sicher. Sie lernte durch seine Augen zu und die erdrückende Dunkelheit begann sich zu lösen. Kann ich schneller? Huh.
You're going to fall. Careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Sir. Ja, genau das ist es. Ich bin gerade voll hart im Konzentrieren. Vorsicht, du bist hierher gekommen. Lass ihn nicht davon. Senua, dein Vater versteht deine Dunkelheit nicht. Er kann nicht durch deine Augen blicken. Niemand kann das. Mein eigener Vater wurde blind geboren und hat keine Vorstellung, wie die Nacht aussieht. Das Wort ist für ihn so bedeutungslos wie das Wort Licht. Falls sich jemand von der Finsternis fürchtet, sollen wir ihm dann vielleicht einfach die Augen zubinden? Würdest du die Schönheit der Welt opfern, die nur du sehen kannst, um deine Albträume ledig zu sein? Vielleicht ist dies der Preis für deine Gabe von den Göttern. Der Gabe, die dich so besonders macht. Ein Teil des Menschen, den ich liebe. Just another part of the person I know. I left for the wilds to protect you from my darkness. Ich bin in die Wildnis gegangen, um dich vor meiner Dunkelheit zu schützen. Weil ich dich liebe. Ich habe alles schlimmer gemacht. Es tut mir so leid. I'm so sorry. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking you from the inside. Das Game anzusehen geht, um ehrlich zu sagen, aber es selbst zu spielen ist zu viel. Ich hatte es versucht und hatte es dann wieder zurückerstatten lassen. Ja, ich habe es tatsächlich jetzt erst gekauft, als es im Angebot war. Und ich finde das Spiel großartig, auch wenn es sehr belastend ist. Deswegen habe ich ja auch die große Triggerwarnung hier stehen. Und ich trinke mal einen Schluck. Geh zur nächsten Prüfung. Ich sah einst, wie eine solche eisige Lande im Norden traf. Sie war so schrecklich, dass selbst unsere Ältesten nichts dergleichen kannten. Hunderte gingen zugrunde. Die Krankheit raffte fast alle unter 40 und viele Ältere dahin. Wenn sterbende Mütter gebaren, trugen ihre Neugeborenen bereits das Mal der Seuche. Es stinkt. Okay. Das ist gruselig, es stinkt. Wo sind wir hier? Okay. Follow him. Don't let him disappear. The air. Where's it gone? Keep going. How do you find it? It's just a trial. It's just another test. You just have to solve it. And you'll find it. It's a test. Nur eine Prüfung. Ach, eine Prüfung. Wie die alten Kriegerprüfung. Dillion wird mir helfen. Dillion will help me. Vielleicht hier rein? Okay. The stench of rot. Der Gestank von Verwesung. Ich kann ihn fast schmecken. Nicht ihr ist? Nein, keine Sorge, nicht jeder kann das. Es war ein warmer Frühlingstag, als sie mit Dillion und den anderen zum Fluss gingen.
day when she went to the river with Dillian and the others. But the water. Doch im Wasser konnte sie die Fäulnis schmecken. Niemand anderes konnte das. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte, etwas Übles. Sie flehte die anderen an zu gehen, doch diese lachten nur. Doch alsbald stapelten sich die Leichen und niemand lachte mehr. Sie wusste, dass sie anders war. War bei mir auch im Angebot gewesen, wenn mentale Erkrankung im Spiel allgemein zu real dargestellt wird, wird es für mich einfach zu viel, um es zu spielen. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte ein, zwei Stellen im Spiel, wo ich echt überlegen musste, weil ich war ja auch schon mal sehr, sehr weit weg von was mentale Gesundheit anging, ne? So. Mir ging es mal wesentlich schlechter. Oh, das hier mit dem Tor kennen wir doch noch. Und bei mir war es nicht so krass, wie das hier dargestellt wird, mit den Stimmen und so. The bridge. It's broken. Fix it. You have to fix it. How are you going to fix it? You can't get to the house until the bridge is fixed. You must. Meiner Psyche ging es mal echt viel schlechter. Und ich bin sehr froh, dass es bei mir stetig aufwärts geht, so die letzte Zeit zumindest. Wie kann ich denn jetzt die Brücke reparieren? Ich meine, das hier ist ein alter Bekannter. Ach, hier wieder fokussieren, ne? Alles klar. Kann hier drüben hoch? Das ist die Brücke, okay. Das ist die Brücke. Ich muss von weiter oben. Mich hier irgendwo oder weiter hinten? Hier irgendwie nach oben? Da kann ich nach oben. Warte mal. Muss ich einmal komplett wieder drum rumlaufen? Moment. Das kriege ich hin. Oder auch nicht? Hä? Hä? Wie komme ich denn darüber? Durch das Tor laufen bringt nichts. Und so komme ich auch nicht hier durch. Okay. War das schon so? Okay, ich bin jetzt einfach ein paar Mal da durchgelaufen.
Es scheint funktioniert zu haben. Ja, jetzt ist die Leiter da oben. War da nicht eben noch eine Treppe? Die Nordmänner sprechen von ihrem Todesmond, einem Licht wie einen Halbmond, das in einem Haus erscheint und über die Wände streicht. Ich sah den Todesmond einst auf einem Bauernhof erscheinen. Zunächst starb der Hirte, dann ein Gast, dann die Knechte und schließlich erkrankte der Bauer und 6 seiner Männer auf hoher See. Doch das ist noch nicht das Ende, denn die Toten kehren zurück, um die Lebenden heimzusuchen. Wenn du den Todesmond siehst, dann nimm dich in Acht. Jemand wird sterben in diesem Haus. That's it. You did it. She did it. It's not done yet. Just a small piece of the puzzle. Ich kann hier durchgehen, ich kann hier durchgehen. Andersrum? Ah, okay. Musst du nur andersrum durch dieses Tor gehen, um das rückgängig zu machen. Alles klar. Damit hätten wir dann die Brücke. Okay. Der Weg ist auch frei, alles klar. Komm zu mir. Wo bist du? Ich bin genau hier. Bist du dort drin? Komm raus, als du dort bist. Es gab einen Nordmann namens Grettir. Er war groß, rothaarig und enorm stark, fürchtete jedoch die Dunkelheit. Eines Nachts kam ein untotes Wesen zu seinem Haus, zerrte ihn nach draußen und tötete ihn. Er wehrte sich mit all seiner Kraft, er klammerte sich an den Türrahmen, doch dieser gab nach und sie fielen aus dem Haus. Das Monster fiel auf den Rücken und der Mond schien auf sein grässliches Gesicht. Der entsetzte Grettir schlug ihm den Kopf ab, wurde jedoch für immer verflucht. Von nun an würde er überall diese schrecklichen Augen sehen, wie sie ihn anstarrten. Manchmal lassen wir zu, dass unsere Ängste uns bis an unser Grab heimsuchen. Alien, sie kommen mich holen. They're coming for me. Ich bin verbrannt. Ich brenne. Ich muss rennen. Ich muss rennen. There it is. Huh? Run. It's run. Run now.
Ich renne hier schon. Where's Dillian? Where is he? This is taking too long. Can you hear him? You're lost. Okay. You have to find them somewhere. Where are you? You're lost. Where are they? This all looks the same. Wo sind die anderen Runen? Jetzt muss ich hier rennen. Jetzt muss ich hier wegrennen und das, die Runen finden, ja? Das ist ja großartig. Mist. Behalte ich die anderen Runen oder muss alle suchen, ne? Auf einmal. Das heißt, ich renne wieder komplett von vorne los. It's close. It's close. Move away. Senua, move away. I feel it. You'll die. I feel it. You're dying. The burning has begun. Dying. The burning. The burning has begun. Go to the gate. There they are. The rooms. You can get them. Run. Run now. You've got them. Okay. Where's the door? Find a way out. Find the gate. Get out. Run. 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 Look at you. Don't let it see you. It's coming. Move away. You're lost again. Okay, ich muss auf die Seite. Irgendwo hier war doch die andere Rune. Hier? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Die hatte ich schon. Wo ist denn die? Wo ist denn die Rune, die ich vorhin als erstes gefunden habe? Ich bin verwirrt. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Nee, nicht da drunter durch. Da lang. Hä? Wann, wo habe ich die denn gesehen? Ich weiß wo. Ich bin hier, wo die zwei Haken sind, durch. Ja, komm schon. Und jetzt muss ich nur noch den Ausgang wiederfinden, ne? They want to kill me. Okay. Da lang. Ich halte mich gerade einfach rechts außen. In der Hoffnung, dass ich irgendwo den Ausgang finde. Nein, 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 oh. Ich habe den Ausgang nicht mehr gefunden.
Aber sich rechts außen halten? It's close. It's close. Move away. Senua, move away. You'll die. Run. Run. Rechts außen halten scheint eine Strategie zu sein. So. Bin nämlich an jeder Rune. Bin an jeder Rune einmal vorbeigekommen. So, einmal hier links. Dann habe ich diese Rune. Dann wird jetzt noch eine. Und das ist die da. Gut, jetzt haben wir alle drei Runen. Und da ist die Tür. Alles klar, einfach rechts an der Wand halten. Wir haben es geschafft. Und tschüss. Wow, das war jetzt wirklich viel.